Derby-Time in Bregenz. Im Westderby der unter 15-Jährigen empfängt die AK-Hypo Vorarlberg die Alterskollegen aus Tirol. Und die Ländle-Elf, ganz in Blau, geht aufgrund der Tabellensituation als Favorit in die Partie. Doch auch die Elf aus Tirol, von Trainer Grumser hervorragend eingestellt, hält dagegen, kann die Partie durchaus offen gestalten. 10. Spielminute, Glück für die Gäste. Ländle-Angriff über links, Flanke Cergic und Tirols Abwehrrecke Jordan lenkt das Ding ans eigene Quergebälk. Nur 4 Minuten später klingelt's dann aber. 14. Spielminute, Yannick Spalt schickt Niklas Ill auf die Reise. Tirols herausheilender Keeper Heckenbleichner kommt zu spät und der Ländle-Angreifer schiebt die Kugel zum 1:0 ins leere Gehäuse. 4 Minuten später, Riesensitzer für die Heimischen. Maurer Himmel über links, die Kugel kommt zum freistehenden Resul Sentürk. Doch der jagt das Ding aus 5 Meter in die Wolken. Die Jungs aus Tirol stecken aber keineswegs den Kopf in den Sand und kommen nur wenig später zum Ausgleich. 25. Spielminute, Eckball Tirol. Die Ländle-Defensive behindert sich gegenseitig. Jakob Wanker erbt 1:1. Mit diesem Stand geht es in die Pause. Ländle-Coach Ahmed Chil versucht in der Pause, seine Truppe mit einer Kabinenpredigt zu mehr Aggressivität, zu mehr Spielwitz zu bewegen. 12 Minuten nach dem Seitenwechsel. Foul-Freistoß, Ländle AK, Hämmerle tritt an. Doch die Rollkeeper Hechenbleichner lässt sich nicht überraschen. Nur eine Minute später, Gegenzug der Gäste. Flanke vor den Ländle-Kasten. Wanker kommt ans Leder, kann die Chance aber nicht nutzen. Die Partie plätschert dahin. Kein Team kann sich einen Vorteil verschaffen. Bis zur 65. Spielminute. Flanke, Ndonga, Tiafoka, Kopfballwanker und es steht 1:2. Aber nein, da gibt es auch ohne VAR keine zwei Meinungen. Das Tor zählt nicht. Die Fahne ist oben. Abseits. Es bleibt beim 1:1. Beide Teams können nun nicht mehr zusetzen, haben ihr Pulver verschossen. Und so endet das Westderby der unter 15-Jährigen mit einem leistungsgerechten 1:1. Von uns, die Jungs waren sehr angeschlagen die Woche, viele kranke Spieler gehabt. Sollte aber keine Ausrede sein, wir haben als Mannschaft von hinten bis nach vorne nicht gut gespielt. Trotz allem nach der Leistung, dass wir einen Punkt mitnehmen, nicht an. Ja, ich positiv für uns eigentlich. Skala 1 bis 10, wie viel Spaß, wie viel Freude hat dir deine Mannschaft heute gemacht? Ich kenne die Jungs mittlerweile, ich kann sie gut einschätzen. Spaß haben wir nicht viel gehabt, wenn ich ehrlich bin. Skala, das war 3-4. Also wir waren unterm Limit. Wir wissen, was wir können. Wir wissen wirklich, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt und was für Qualität. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir unsere Qualität heute abgerufen haben. Aber es gibt solche Tage in der Altersklasse und das gehört einmal dazu, ja.